Und auch Eisenschuhe. Die besser sind natürlich jetzt unsere normalen Schuhe. Damit können wir jetzt auch schön blocken. Meine Vermutung ist ja, dass wir da oben irgendwo wieder lang müssten. Weil da unten ist er auch nicht der richtige. Wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt am besten hin? Wo könnten wir lang gehen? Nach unten links und dann hier rüber. Also so schaut das jetzt zumindest mal auf der Karte aus. Also werde ich jetzt einfach mal versuchen, diesen Weg da zu gehen. Dass wir dann da so nach links rüber gehen können. Und wir sollten uns aufpassen vor Steinschlägen. Und Banditen, das stand ja auch noch da. Immer noch, das ist echt hübsch gemacht hier. Sehr viele Details, die einfach wirklich eingesetzt wurden in das Spiel und umgesetzt wurden. Ist das Freund oder ist das Feind? Das ist Feind. Straßendieb. Jetzt habe ich irgendein Talentpunkt vergeben, wo ich jetzt nicht gesehen habe, wohin eigentlich. Wo kam der eigentlich her? Als ich runtergegangen bin, habe ich mir eingebildet, war der noch nicht da. So, versuchen sie einmal durchzuschlagen. Wirklich einen Pfad gibt es ja anscheinend nicht zu geben. Da ist... ein Straßendieb. Straßendiebin in dem Fall. Wer ist das alles? Und trotz den Pfeilen, die in uns stecken, konnten wir den Straßendieb ausschalten. Aber sonst hat er nichts Interessantes. Hat hier der Ort. Was haben wir denn hier? Ein Genesungstrank, Pfeile, Goldstücke und Brot. Ansonsten hier erstmal nichts weiter Interessantes. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr schön gemacht. Sehr interessant, sehr gut aufgebaut, sehr schön aufgebaut vorne auch. Und dabei immer noch sehr wenig neue Elemente, sondern die Elemente zum Großteil verwendet, die eh schon beim Spiel mit dabei sind. Wir brauchen das Schwert gar nicht wegzustecken. Ich habe das Gefühl, dass gleich nach den nächsten 2 Metern wieder ein Gegner auf uns lauert.
Natürlich könnte ich ja da rechts jetzt zu dieser Burg hingehen, aber ich möchte ehrlich gesagt mich erst einmal... Oh, hab ich fast nicht gesehen. Weil... schauen wir mal, wo wir jetzt am besten hingehen. Nein! Nein! Ich bin noch nicht bereit, sie aufzugeben. Geht! Okay. Wie meinen? Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Elfriede bleibt bei mir. Und ihr könnt euer Kostüm fallen lassen. Ich erkenne einen Todesgott, wenn ich ihn sehe. Falls ihr jetzt so irgendwann auch noch was Sinnvolles sagen wollt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Was? Oh, verzeiht. Ich bin eingenickt. Naja, wer seid ihr? Ich hatte nicht erwartet, so weit draußen noch jemanden zu treffen. Das heißt, abgesehen von diesen Banditen. Das ist eine lange Geschichte. Die Frage ist, was macht ihr so weit draußen? Ihr wirkt jedenfalls nicht wie eine typische Abenteurerin. Nein, bin ich eigentlich auch nicht. Diese Ruine hier, wisst ihr, ich bin Händlerin. Und meine Spezialität sind historische Gegenstände. Sammlerstücke, wenn ihr so wollt. Die Sorte, die man üblicherweise in alten Ruinen findet. Normalerweise bin ich natürlich nicht dumm genug, selbst danach zu suchen. Ich weiß ja, wie gefährlich das ist. Nur war da in Flussheim dieser Reisende aus Ark, der mir von diesem Ort hier erzählt hat. Der Dreiflusswacht. Jede Menge Steintafeln und Bücher aus der Zeit vor der Abschottung. Und vollkommen ungefährlich. Tja, und da ich ohnehin in der Gegend war, dachte ich, einen Blick zu wagen kann ja nicht schaden. Großartige Idee, wirklich. Hört, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber um ehrlich zu sein, sitze ich ziemlich in der Patsche, gelinde gesagt. Und ihr seht aus, als wüsstet ihr euch zu verteidigen. Meint ihr könntet mir helfen? Etwas Furchtbares ist geschehen und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Lass mich raten, es hat was mit dieser Elfriede zu tun. Ach, ja, meine Elfriede. Man hat sie entführt. Gestern Nacht erst. Bei den Sternen. Ich war so dumm. Wir wollten gerade Lager für die Nacht machen. Und ich bin Feuerholz holen gegangen. Und zack, kaum komme ich zurück, ist sie weg. Dann hat man sie entführt? Irgendwelche Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Die Banditen? Nein, ein Watteur. Ich habe ihn noch grunzen gehört, als er mit Elfriede abgehauen ist. Er muss sich diese Ruine wohl zu seinem Heim gemacht haben, wisst ihr? Ich habe versucht, mich reinzuschleichen, aber das ist unmöglich. Und zurück nach Flussheim, um Hilfe zu holen, kann ich auch nicht. Bis dahin hat er sie bestimmt schon gefressen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wenn er Elfriede irgendetwas antut, das würde ich mir nie verzeihen. Gegen einen Watyren kämpfen? Ihr verlangt eine ganze Menge von mir. Was ist für mich drin? Ich hab sicher irgendwas dabei, was euch nützlich ist. Aber reden wir darüber, wenn ihr sie gerettet habt, in Ordnung? Jede Sekunde, die wir vergeuden, spielt diesem Biest in die Hände. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wartet hier. Oh, bei den Göttern. Habt Dank. Beeilt euch. Schreitet wohl. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Elfriede kein Mensch oder Elf oder wie auch immer ist. Ich denke, er hat irgendwie an ein Hausschwein. Ich weiß nicht warum. Was haben wir hier? So, wie komme ich da hinein? Ja, Lavendel. Lavendel ist immer gut. Da komme ich hinein. Ich speichere einmal kurz, sich jetzt aber zwischen.
Wow, das Vieh ist jetzt doch schon etwas stärker als gedacht. Ist ein bisschen in der Ecke drin. Wo ist er? Da ist er. Da war er. Irgendwo bewegt sich da noch was, habe ich das Gefühl. Hierher, mein Kleines. Hierher. Alles ist gut. Mit Tauschschwein war ich doch sehr nah dran, oder? Ja, alles ist gut. Bei Malphas. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Wärt ihr nur ein paar Stunden später gekommen, wäre Elfriede jetzt... Ach, ich will gar nicht daran denken. Hier, nehmt das. Es ist ein seltenes Kraut und ich hoffe, es kann eure Mühen zumindest halbwegs entschädigen. Und falls ihr irgendetwas braucht oder verkaufen wollt, kommt zu mir. Ich bin noch eine Weile in der Gegend. Dann reden wir gleich mal mit ihr. Alles im rechten Lot. Dank euch, ja. Ein paar Tage werde ich hier noch sammeln. Dann geht's wieder zurück nach Ark. Zeigt mir, was ihr im Angebot habt. Natürlich. Geht recht viel. Ich irgendwas im Angebot? Den Hammer kann man verkaufen, den Korb, Laterne, die Weinflasche, die Zange, den Rest behalte ich mir erst einmal. Okay. Schreitet wohl. Schreitet wohl, Allah. Und ich glaube, da bewegt sich immer noch irgendwas. Mal schauen, was im oberen Stockwerk gleich so kreucht und fleucht. Ich lese das nicht wirklich alles. Es tut mir leid. Den Brief nehmen wir jetzt auch mal mit. Ich höre definitiv Schritte. Ah ja. Da haben wir noch so ein Mooskrabbler schon wieder. Wir hatten da einen Mooskrabbler. Das habe ich ja schon gelesen. Jetzt hier haben wir wieder dieses... Kahnfieber. Jetzt habe ich mich fern von dem Ding halten. Das war ganz schön gemacht hier, wie gesagt. Das könnte ich noch ein paar Mal sagen, dass es schön gemacht ist. Da haben sie sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ein bisschen durch diese Kräuter mal durchprobieren. Was wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Idee ist, aber anscheinend kriege ich hier nur so teilweise mit, was diese Sachen können.